Dann täte ich sagen, ich meditiere einfach mal ein Stündchen. Und dann begeben wir uns langsam in Richtung des Golems. So, ich gehe da mal hin. Ich schau mal, was passiert. Ich bin gespannt. Wo auch immer ich hin muss. Aha. Ein ertrunkener Toter. Das ist ja interessant. Ich brauche Gruppensilber. So, Moment. So. Aha. Igni, erhöhte Zeichenintensität haben wir auch gemacht. Sehr schön. Ach, der ist auch tot. Na dann. Aha, den habe ich angesehen und der ist umgefallen. Auch schön. Dann muss ich jetzt jedes Mal alle Ertrunkenen und alle ertrunkenen Toten natürlich looten, damit ich Leichengift bekomme. Weil Leichengift nämlich eines der wichtigsten Dinge ist, die man haben kann, offenbar. Sehr gut, dann weiß ich das jetzt auch. Und dann täte ich sagen, schauen wir mal, wo dieses wunderbare Ding jetzt genau ist. Steingolem, da will ich hin. Es ist eh markiert. Na gut. Wenn das eh markiert ist. So, Ertrunkener. Okay. So. Ich brauche aber den Gruppenstil. Hallo, jetzt. Also dieses Igni ist schon sehr effektiv gegen die ertrunkenen Toten. Das muss ich auch dazu sagen. Wenn ich das mal so anmerken dürfte. Nice. Der Blödzüger ist auch schon beinahe down, möchte man sagen. Weg, 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 weg. Jo. Schön. Nice. Also dieses Igni mit dem gedrückt halten, das muss man... Ja, das musste ich mir erstmal wieder erarbeiten, dass ich das kann. Habe ich ehrlich gesagt... Ja, ich weiß noch, dass ich das gelevelt habe, aber ich habe es mir nicht gemerkt, dass ich das machen muss. Das hab ich jetzt nur wieder rausgefunden, weil das ja bei Schollkraut, weil das ja bei dem Quen, bei dem Zusatz, den wir jetzt gemacht haben, ja auch dabei ist. Unbekanntes Kraut ist wahrscheinlich Fenevet. Fenevet. Was auch immer. Hier ist Sackgasse. Schön, wunderbar. Nieswurz nehme ich auch mit, weil es da ist. Ach komm. Stirb. Stirb. So. Tschüss. Also Igni ist wirklich sehr effektiv gegen die Typen. Also das lobe ich mir schon fast. Also wenn ich mal belagert werde von denen, einfach die Igni aufladen. Muss ich mir merken. Darf ich nicht vergessen. Das ist Fenivet. Das ist wahrscheinlich Fenivet. Das heißt, es gibt hier noch einige Kräuter, die ich nicht kenne. Na komm. Nice. Schon nice. So, Überreste looten. Habe ich was zu essen? Ich esse Blaubeeren. Größten Blaubeeren der Welt, man sieht es hier. Und auch die komisch geformtesten und die mit der ungesündesten Blaubeerenfarbe, die es gibt. Aber Blaubeeren. Sind eher Graubeeren mit Knochen. Im Ganzen. So. Was haben wir denn da vorne? Da haben wir noch ein bisschen Besuch. Den können wir ja mal getrost. Ich würde sagen, wir laufen da einfach dran vorbei. Sagte er. Und wird dann aber eingeholt von der Realität. Natürlich, wovon auch sonst. So. Da ist der Totenacker, nicht wahr? Ist das der Totenacker? Da ist der Totenacker. Da muss ich hin. Ah, Pylon. Interessant. So, Golem. Dem muss ich diese wunderschöne Route geben. Pylon, den kann ich anfassen. Nein. Spiel speichern. Ich speichere nochmal ganz kurz. Einfach nur, damit ich einen Spielstand habe. Hier, Pylon. Den fasse ich auch an. Dann fasse ich den noch an. Gut, dass ich gespeichert habe, ne? Gut.
das ich gespeichert habe. Hier. Laden. Okay. Ist das ein Rätsel? Wahrscheinlich. Ich hoffe, ich habe wenigstens richtig angefangen. So, und jetzt F5. Ich speichere nochmal zusätzlich. Okay, ich kann nicht alle drei Pylonen aktivieren. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Das ist bestimmt ein Rätsel. Das ist hundertprozentig ein Rätsel. So, der Golem hat aber die Gabel schon in der Hand, oder? Jetzt hat er sie in der Hand. Habe ich das falsch gemacht? Er lebt! Und ein Stahlschwert gegen Golem, natürlich. Warum auch nicht? So, hi! Nice, okay. Ich muss den Golem besiegen, ja, das dachte ich mir auch schon. Geralt? Ach so, ich bin betäubt, natürlich. Weg, 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 weg. Weg, ja, Silberschwert, 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 Silberschwert. Bleib beim Silberschwert, warum mache ich sowas? Okay, Art nützt bei dem überhaupt so ziemlich gar nichts. Ich bin gelähmt. Warum bin ich gelähmt? Ich weiß es nicht. So, ich muss eine Schwalbe trinken. Igni war effektiver. Igni ist effektiv gegen den Typen. Das ist gut zu wissen. Sehr schön. Okay, okay, okay. Aber wir kriegen den down, oder? Ich hoffe, der hat keine mehreren Phasen, wo der sich dann anders verhält. Das wäre irgendwie mies. Okay, der hat mich gelähmt. Und wie er das gemacht hat, weiß ich jetzt auch selber nicht. Das weiß er auch selbst nicht mehr. Dann laufe ich einfach mal darüber. So. Aber mit dem Wolfsstil geht das auch recht schnell. Haha, hättest du wohl gerne gehabt, nicht wahr? So. Wahrscheinlich. So. So, Moment. Machen wir erstmal so. Okay, aber der geht relativ... Oh, Alter, wie lang der dauern wird. Ja, ich hab den schon mal in eine Ecke gedrängt. Das ist... Okay, aber der lähmt mich trotzdem. So, haben wir den auch wieder gelähmt, auch wieder ein bisschen zurückgestoßen. Ach, der hat mich gelähmt jetzt auch wieder, ne? Es ist ja wunderschnell, wunderschnell,
Wunderschnell ist das. So. So, ich... Ja, toll. Der lähmt... Warum? Wie genau lähmt der mich? Kann mir das jemand erzählen? Ach, warte mal. Ich gehe mal hin und fasse den Pylon an. Den Pylon an. Vielleicht kann ich ihn hiermit... Nämlich... Habe ich ihn jetzt getroffen? Ja! Der Blitzeinschlag wirkt. So, fass den an. Fass den an. Und jetzt. Nice. Okay, der ist fast down. Gut, dass mir die Idee gekommen ist. Das war die Idee. So. Würde man jetzt in einem alten 90er-Jahre-Kinderhörbuch sagen. Das ist die Idee. So, Pylon. Jawohl! Jawohl! Wie viele Sephira trägt er bei sich? Eigentlich? Nur eins. Ich besiegte den Bewahrer. Ja, toll. Danke. Ich hab den besiegt, das weiß ich. Na gut, dann, habe ich den jetzt besiegt, ne? Und jetzt? Muss ich die anderen auch besiegen, oder wie? Oder was, oder wo, oder wer? Ich weiß es doch nicht. Okay, aber ich habe auf jeden Fall ein Sephiroth, und zwar das Netza. Netza, das ist das bei den Druiden gewesen, der Schrein, ne? War das nicht der bei den Druiden? Keta. Okay, nein, das war Keta. Lichtung. Kann man da zoomen? Warum kann man auf der Karte nicht zoomen? Ich will da zoomen. Netza. Das ist der dort. Okay, beim... Okay. Das heißt, ich muss da jetzt, dort entlang, da wo ich herkam, wieder hin. Unbekanntes Kraut ist auch hier. Sehr gut. Mag ich gerne. So. Tipperat. Nein, du sollst nicht kämpfen. Geralt, ich hab mich verklickt. Es tut mir wirklich leid. Ich hab mich verklickt. So, ihr könnt... Alter, eine Archespore natürlich auch noch. Warum auch nicht? Hey, halt, hallo, jetzt, verschwinde da. Du bist doch nicht mal irgendwie an dem Ort, an den ich dich geschickt habe. Und bleibst stehen. Ich verstehe dich nicht. Mann. So. So, da muss ich hin. Das ist Grahams Haus, oder wie? Interessant. Okay, das ist Grahams Haus. Gut zu wissen. Da muss ich hin. Das ist der Netza-Schrein, glaube ich schon. So, okay. Das war's mit dem. Netza-Obelisk. Ach so. Ein Echinops. Na gut, der ist ja fast schon einfach zu bekommen. So, haben wir das auch. Da haben wir einen Echinops bekommen. Hallo Echinops, hast du etwas fallen? Achso, da ist nochmal der Thronkönner. Ja klar, warum nicht? Dann lassen wir einfach den Ertrunkenen hier sterben. Dann machen wir das auch. So, und hier, da ist, da hinten kommt gleich noch jemand auf uns zu. Nämlich dieser junge Mann. Hallo, jetzt schlag den doch mal. Alter. Ehrlich jetzt. So. Ja, natürlich, jetzt kommt ein Wyvern auch noch auf uns zu. Warum auch nicht? Wir haben ja noch nicht genug Probleme, ne? Der Wyvern folgt uns natürlich fliegend. Warum auch nicht? Du sollst den Wyvern nicht angreifen, du sollst nur einen Meter nach vorne gehen. Warum kommt da jetzt ein Wyvern auf uns zu? Das verstehe, wer will.
So, haben wir gleich. Moment. Ich mache gerne Schaden mit meinen Zaubern und, jo, der hat mich niedergeschlagen. Und ich liege im Wasser. Ich ertrinke. Geralt, du ertrinkst. Beweg dich. So. Stirb. Der Wyvern ist dem Igni ausgewichen. Ist auch schön. Oh, cool. Wir haben Wyvern getötet. Haben wir überhaupt schon einen Eintrag über die? Nö. Wir können nur das Fleisch sammeln. Klar. Warum auch nicht? Erstmal eine magische Kreatur auseinanderrupfen und das Fleisch sammeln. Warum auch nicht? So. Ja. Auch wenn es nicht der beste Stil ist gegen die Typen, aber... So, Nezar-Obelisk. So, schön. Dann hier das Sephiroth einsetzen. So, betrunkener Toter. Komm, stirb einfach mal. Wenn du einfach mal sterben könntest, wäre das äußerst ausgesprochen freundlich von dir. Dankeschön. So ein freundlicher ertrunkener Toter. So ein freundlicher. Und warum tauchen jetzt hier übrigens immer wieder mal Ichinopse auf? Das verstehe ich auch nicht. Die Achenspuren kenne ich ja schon, aber jetzt kommen auf einmal Ichinopse. Ich meine, die Ichinopse sind mir eh lieber. Hallo? Jetzt lauf doch nicht dran vorbei, wenn ich da draufklicke. Überreste hier. Da sind noch Überreste. So, danke. Da sind auch noch Überreste. Die looten wir auch nochmal ganz fix. Auch wenn es nicht geht. Okay, dann habe ich zu weit weggeschleudert. Funktioniert einfach nicht. Na dann halt nicht. Weiße Myrte. Nehme ich auch mit. Was soll der Geiz? Ich nehme sie halt mit. Die alchemistischen Zutaten kann man ja Gott sei Dank unendlich viele tragen. Bin ich recht froh drum. Ich schau mal, ob Grams zu Hause ist. Offenbar schon, weil die Tür offen ist. Grams ist da. Hallo, Grams. What do you want, Sam? Just looking around. Ja, ich will mich nur umsehen. Ja, ich muss das, ja. Ich, What do you want, Sam? Just looking around. If you must. Ja, eigentlich wollte ich mit ihm sprechen und mal schauen, ob der mir noch irgendwie irgendwas zu sagen hat, aber irgendwie hat der nichts zu sagen. Ich dachte, er hat jetzt voll die 5 Sephiroth, die wir noch brauchen, bei sich hier in der Hütte drin. Aber hat er offenbar nicht. Schade. Müssen wir uns die auch noch mühsam zusammenklauben. Ich sollte vielleicht Kalkstein berichten, dass wir den Bewahrer getötet haben. Haben wir eigentlich... Moment, ich schau mal ganz kurz bei den Quests. Genau. Mysteriöser Turm. Ich habe 5 Sephiroth gesammelt. Ich brauche noch 5. Das ist korrekt. Ich muss den Zeugen befragen. Dafür brauche ich Salamandras. Monolithen. Ja, das ist mir... Ja, das heißt, ich muss jetzt eigentlich mich darauf konzentrieren, dass ich die Salamandra finde. Damit ich, das Koks für den Typen kriege. Das Fistech. Dass er sich auf die Eichel reiben soll oder was auch immer er damit gerne machen würde. So, ja. Und das mit dem kleinen Jungen haben wir auch noch nicht gemacht. Ich habe keine Ahnung. Alter. Es ist so aufwendig, sich das alles zu merken. Und immer hin und her zu laufen, es ist so unglaublich ermüdend eigentlich. Es ist gar nicht mal sehr viel umfangreicher als The Witcher 3 zum Beispiel oder irgendein anderes RPG, aber es ist so viel komplizierter, sich die Zusammenhänge zu merken und zu mal rauszufinden, wo man hin muss überhaupt und was man machen muss. Ja, ich will zu Kalkstein. Das ist das aufwendigste in diesem Spiel. Irgendwie. So, Kalkstein, hallo. Sorry, I got lost in thought. Das macht nichts. Salamandra, Anzeige Sumpf, bis dann. Waren. Was hat denn der? Foliant der Angst und des Schreckens, Ornithosaurus, ja... Mittagserscheinungen, Nachterscheinungen. Ja, interessant. Okay, gut. Tschüss.
wie viele Bücher man hier auch finden kann. Das ist so krass.